Hey und servus zusammen, cool, dass ihr mit am Start seid, hier zum ersten Ride im Jahr 2020. An erster Stelle muss ich mich bei euch allen bedanken. Ich habe 2019 mit dem Thema YouTube begonnen, einfach nur aus Interesse, weil ich wissen wollte, wie funktioniert das alles. Und ja, hatte dann sehr, sehr schnell meinen Spaß daran gefunden, habe mir als Ziel genommen, für 2019 1000 Follower zu erreichen. Zu meiner Überraschung ist mir das relativ schnell gelungen, habe dann mein Ziel auf 1500 hochgeschraubt. Das war sehr ambitioniert zu dem Zeitpunkt, aber auch das habe ich dank euch geschafft, was ich mega, mega geil finde. Und als letztes Ziel, was ich mir dann nochmal im Oktober, glaube ich, vorgenommen hatte, waren 2020 Follower für das Jahr 2020. Und wie ihr bestimmt gesehen habt, habe ich das jetzt auch geknackt. Bin jetzt auf fast schon 2100 Followerzahl angekommen und das macht mich mega, mega glücklich, super stolz. Finde es saugeil. Cool, dass ihr dabei seid. Das Feedback ist auch eigentlich durchweg positiv. Ja. Aus dem Grund wird das Jahr 2020 sicherlich spannend, weil ich dann vorhabe, für euch noch mehr Content oder mindestens genauso viel Content zu produzieren wie bisher 2019. Was mich neben den Abonnenten und neben der steigenden Zahl an Abonnenten noch total geflasht hat 2019, waren auch die Klicks auf viele, viele meiner Videos, die manchmal ja mehrere 10.000 Klicks bekommen haben, und das finde ich einfach absoluter Wahnsinn. Kann es immer noch gar nicht richtig glauben, feiere es auch total ab, finde es mega cool. Und insgesamt muss ich sagen, das ganze Thema YouTube macht mir echt wahnsinnig viel Spaß, auch mit dem Feedback, was von euch kommt, mit den ganzen Kommentaren von allen Nutzern. Ich will jetzt keine einzelnen persönlichen aufzählen, aber mega geil, absoluter Wahnsinn, und es treibt mich an, auch nächstes Jahr da weiterzumachen. Und wir sind oben angelangt, auf dem höchsten Punkt der heutigen Tour. Weiter nach oben geht's heute nicht mehr, und ja, ich habe die GoPro Max dabei, wie ihr das schon seht. Werde die dann vielleicht auch mal ein bisschen neben dem Trail aufstellen, um mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Aber ich möchte euch noch zeigen, mit welchem Bike ich heute unterwegs bin, und zwar hier mit dem Highbike All Mountain 6.0. 160 mm an der Front, 150 mm am Heck. In meinen Augen ist die All-Mountain-Kategorie genau die richtige für alle Trails, die ich hier zu Hause habe. Ich werde ja öfter gefragt, hey, was für ein Bike kannst du empfehlen, und ja, wie viel Federweg und so weiter. In meinen Augen reicht für so deutsche Mittelgebirge oder auch, ja, für auch ganz viel, ganz, ganz viel alpine Sachen ein All-Mountain mit dem Federweg vollkommen aus. Meistens ist mir 180 mm schon fast zu viel. Da fühlt sich der Trail gar nicht mehr so geil an. Hier, wie man auch sieht, dann immer unsere Trails sind jetzt auch nicht die total verblockten, die ich hier täglich fahre. Aus dem Grund ist das Fahrrad immer noch schön agil und genau die richtige Wahl. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt mal die GoPro an, nehme euch mit auf den Trail nach unten, stelle dann die Kamera noch ein bisschen auf, filme da ein bisschen und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Cool, dass ihr mit am Start seid, Leute, und bis gleich vom Bike. Ab geht's, erster Ride 2020 hier auf dem Trail. Also fängt es ja schon mal geil an hier. Mega fett. Der Grip hier, obwohl wir, glaube ich, minus 4 Grad haben, ist echt ganz, ganz gut heute. Ich würde sogar sagen, dass das sogar mega geil ist. Fett, fett, fett. Next Part, ultra, ultra steil hier.
und an den meisten Stellen auch noch vollhängend off-camber. Oh. Deswegen hier ein bisschen Gas raus. Oh. Lecco mio. Oh, so kann das Jahr auf jeden Fall schon mal geil starten. Das ist schon mal ein super Beginn. Oh. Oh. So, hier langsam rein. Und nach rechts weg. Hier kann man recht viel mit der Hüfte steuern. Oh, und das Fahrrad hier links und rechts fahren lassen. Geilo! Oh, nächster Trail hier schon. Alles auch ein bisschen rutschiger als bei dem Trail zuvor. Wow! Also lassen wir es lieber ein wenig entspannt angehen hier am ersten Tag des Jahres, weil die Saison ist ja noch lang. Jetzt nämlich genau 365 Tage lang. Und da will man ja fit sein. So, next part. Und damit auch letzter Part. Ja, nice, dass ihr immer wieder dabei wart. Auch nice, dass ihr im Jahr 2019 immer eingeschaltet habt, kommentiert habt, ein Like da gelassen habt. Freut mich echt wahnsinnig. Und ich hoffe, dass wir 2020 mindestens genauso viel Spaß zusammen haben werden wie vorher. Es gibt ein paar dicke News, die ich auf jeden Fall noch im Januar bekannt geben werde, beziehungsweise ihr sicherlich ein Video davon zu sehen bekommt. Also freut euch drauf. Cool, dass ihr mit am Start wart. Und ich wünsche euch ein geiles Jahr 2020. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.